Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir dies und das gemacht in Sachen Nebenquests und Skits und was weiß ich. Und wir machen damit weiter, ja, wie immer. Ich habe noch was sehr Nettes gefunden, und zwar habe ich mich nämlich gewundert, warum wir noch immer nicht, wo ist es? Hier. Diese Mission hier geschafft haben, das kranke Kind. Ist mir aufgefallen, mir fehlt noch eine Puppe oder ja, eine Puppe ist das, ne? Und ja, da habe ich mich noch ein bisschen umgeschaut und habe ich dann Folgendes gefunden, und zwar hier. Bams, Plüschbaul. So, die können wir jetzt auch noch dem kranken Kind geben in Zavert und diese Mission dann endlich abschließen. Hoffentlich. Ja, natürlich. So. Nein. So lange soll ich den Part heute vielleicht nicht machen, weil, ja. Ich weiß nicht, was ich noch alles so danach machen soll. Ich weiß noch zwei Sachen, die wir danach machen können. Aber das war's dann auch. So. Das müsste eigentlich jetzt sein. Hier, bitte. Das ist Baul. Stimmt, Sophie? Ja, ich glaube. Wow, ich wollte schon immer auf einen Baul reiten und die Welt sehen. Das Viech soll, glaube ich, aus irgendeinem anderen Tales aufteilen, ne? Er fliegt durch den Himmel und trägt dabei ein großes Schiff auf den Rücken, weißt du? Nö, weiß ich nicht. Seid ihr ja wieder... Heute geht's mir leider nicht so gut. Okay, da fehlt uns immer noch eins. Was fehlt denn hier noch? Oder müssen noch alle gewesen sein? Mal kurz gucken. Müssen doch alle schon sein. Warte mal, die sind alle hier, ne? Glaube ich. Nee, nicht hier, mein Gott. Ja. Das habe ich doch. Bleh. Egal. Hier müsste. Was? Ja. Ja, ist eine Ballon. Dings, Stoffpuppe. Dings, Kirchen, weiß ich nicht. Hä? Sind die, nee, hier sind die, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Na, hier sind die Katars. Hab ich denn gerade nachgeguckt? War noch nicht mal vor 5 Minuten. Also das Dingens hier. Hier. Hier fehlt doch nichts mehr, oder? Plüschkatz, Plüschestell, Prinz, Baul. Was fehlt denn da noch? Das hier sieht noch aus, als würde da was fehlen. Stell haben wir da. Ich habe keine Ahnung. Aber da machen wir die letzten paar Sachen, die ich mir jetzt noch. Boah, wo war das nochmal? Ich habe mir das notiert. Wo ist das? War die Dingens? Ich weiß doch jetzt nicht. Boah, die Datei habe ich jetzt noch nicht geöffnet, leck mich. Komm mal her. Wo ist das? Hier. Nee. Doch. Ich habe hier alles auf meinem PC, alles notiert und. Ja, das ist die falsche Datei. Ja, das ist von Symphoria. Da brauche ich jetzt nicht. Ah, Double Demon für irgendwas. Wo ist es? Unten war das. So. Nee, was? Ja, das ist jetzt nicht so schön anzusehen. Batus Zitadelle war das. Oh, wo war die denn nochmal? Der denkt, dass ich hier irgendwie eine Komplettlösung oder so parat habe. Ich bin irgendwie nur hier von verzweifelt an meinen eigenen Notizen. Batus Zitadelle.
Wo ist die? Warte mal, da kommt es doch nur von Teres Estu aus, ne? Oh, noch meine ganzen Dateien zu. Ich sehe meinen Aufnahmebildschirm nicht. Und meine... Mein Mikrofon sehe ich auch nicht, so. Muss ja wissen, ob ich immer noch aufnehme in den Ton. Wäre nämlich nicht so schön. So, haben wir hier noch was? Nein, okay. Ich meinen ganzen Weg bis zur Batu-Zitadelle nochmal rennen. Blah. Ja, mal ein Kampf so für zwischendurch. Ja. Irgendwelche Kostüme oder so? Weiß ich gar nicht. Nö. So. Haben wir auch wieder ein bisschen Action gehabt. Seit langem. So, und das war's aber auch dann. Seltenes Metall. Yay. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Manuinlabor, da ist die Batu-Zitadelle. Da müssen wir uns nochmal bis zum Bossraum durchkämpfen. Weil da finden wir noch was. Für einen Titel und mehr. Ja. Ist voll ungewohnt, was für Monster jetzt hier noch rumlaufen, ne? Die Future Arc waren nach voll die Bonzenviecher, die einen voller V-Punkte und so gegeben haben. Und jetzt läuft hier voller nach 15 Gesöcks rum. Und ich nehme mal an, dann, wenn wir hier fertig sind, dann. Können wir auch endlich mal mit ein bisschen mehr Action in den nächsten Parts reingehen. Falls halt überhaupt nur jemanden interessiert. Ich will das Projekt hier noch vor Weihnachten zu Ende bringen. Oder nicht vor Weihnachten, aber vor Ende dieses Jahres, wenn es geht. Weil ich möchte mal ein paar neue Projekte raushauen. Und dafür müsste ich erstmal ein paar Projekte zu Ende bringen. Das könnte noch ein bisschen dauern. Und nächstes Jahr kommen schon ein paar neue Projekte, ein paar kürzere. Ich sitze ja schon anderthalb Jahre an diesem Projekt dran. Ich irgendwann so Pause gemacht habe zwischendurch. Und ja, nicht gut. Ja, was wollt ihr denn? Ist ja jetzt echt auf mich zugerannt, hatte sie eigentlich nur alle. Ich bin schon unbesiegbar mittlerweile. Upsa. Da frage ich nur jetzt, wie ich wo dahin komme. Ich bin mal im Future Hacking gekommen. Hoffentlich fehlt mir nicht noch irgendwie was. Muss ich noch irgendwas anderes noch machen? Ich meine, das war hier aber. Aber im Future Arc bin ich hingekommen, da ist nichts passiert. Das war scheiße. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt im Main Arc ist. So, weiß nicht. Falsch. Die Musik ist ja gar nicht, was ist denn jetzt los? Ich hört man die in der Aufnahme. Ich habe gar nichts gehört. Ich bin ja andauernd immer mit meinen Soundanstellungen am Kämpfen, ne? Ich würde sagen, immer noch Chaos. Ich muss auch sagen, die Fodra Kampfmusik ist irgendwie voll leise. Weil ich voll scheiße bin, weil das voll mein absolutes Lieblingslied hier. Das ist irgendwie an wie aus Fairy Tale. Falls das jemandem was sagt. Ich hoffe doch, weil sonst seid ihr irgendwie auf dem Kanal hier falsch. Sollten schon einige wissen, was hier so das Thema ist auf diesem Kanal. Oder das, was ich meinen Kanal nenne. So, ich hoffe, ich bin richtig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da unten war, muss man eben, weiß ich nicht. Nee, das ist falsch. Verlasse mich einmal auf meinen Instinkt und dann, ja. Yeah. Zeugs passiert. Ich will jetzt einfach schnell hinter mich bringen. Das wird auch wirklich die letzte Aufnahme. Eigentlich wollte ich die letzte Aufnahme zur letzten machen. Aber Zeug passiert. Weiß nicht, da bist du einmal dran, da musst du weitermachen. Immer weiter und immer weiter. Ich glaube, hier bin ich falsch. Da bin ich schon letztens durchgelaufen. Aber falsch im Future Arc. Bin mir nicht sicher. Jetzt ist hier eine Sackgasse. Ja, ich glaube, hier bin ich halbwegs richtig.
Hier? Ne, hier, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Offscreen werde ich wahrscheinlich bei den ganzen Titel der Meistern, die wir bekommen haben, im letzten paar. Versuchen irgendwie noch die Dingens hier aufzutreiben, ja. Sag, damit wir ein paar Waffen so noch dualisieren können, die mir fehlen. Für die Quests. Das ist natürlich wieder, ja. Dringend irgendwann mit nein mit dem anfangen, was ich anfangen will. Er versteht kein Wort, ich auch nicht. Ich hoffe, die Musik ist nicht schon wieder zu laut. Bei dem Projekt bin ich immer irgendwie am Kämpfen mit den Soundeinstellungen. Ich muss das immer noch hinkriegen. Im Moment habe ich alles perfekt bei den anderen Projekten. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt nochmal meine Soundeinstellung zu ändern, weil dann bringt das schon wieder die ganzen anderen durcheinander. Und da finde ich die Soundeinstellung gerade perfekt. Geh mal aus dem Weg hier. So, wird ja wohl da oben nichts ändern, oder? Warte mal. Bin schon wieder hier. Was zum Teufel? Ey, von der blinden Passagier. Ich glaube es auch wohl. Glaubt ihr nicht, war im Future. Ich habe Dinge gesehen. Und ihr habt nur eine Chance. Bam, sie ist ein Biest. Ja, zum Teufel. Wir müssen auf jeden Fall stärker geworden sein. Ich glaube, hier ist richtig, ne? Ha. Welt der Verzweiflung, yay. But I can't help wondering what happened in the regions we missed. No one thought to ask. We were busy with other things when Emerald was with us. Yeah, all the books that I ever found only mention the places around here. When we came to this world, I was updated with the most recent map and population data. And according to them, there is nothing else. Wait, seriously? So there are no other people or towns anywhere? Right. Boy, we sure got lucky, huh? How so? Well, if there were other folks kicking around, we might have had to think twice about taking out Emerald. Sometimes it's totally impossible trying to follow your logic, Pascal. Oh? Ach. So. Wir sagen, es wird nicht so lange dauern. Jawohl, da ist ein Stern. Genau, darauf habe ich gewartet. Sternchen, gib mir Macht. Zum Teufel, die Ort. Schöner Bohrer. Was meinst du damit? Auch nichts. Er gefällt mir eben. Männer stehen auf Werkzeuge. Wirklich? Warum denn? Tja, weil du weißt schon, das habe ich eben vor langer Zeit mal gehört. Von einer Frau? Wie kommst du denn darauf? Hey, was hat es mit der langen Pause auf sich? Bei solchen Themen wird Sherry immer hellhörig. Kommt schon, alle Mädchen interessieren sich für Romanzen. Ich scheint mir nur ein ziemlicher Frauentyp zu sein, Hauptmann. Also dachte ich, ha, das sagt man mir vielleicht nach, aber ich bin immer noch Junggeselle. Da fällt mir ein, kommt mit. Warum? Hey, du kannst doch nicht einfach diese Kleider stehlen. Wo liegt das Problem? Sonst kann sie doch eh keiner anziehen. Außerdem stehen sie ihm, die Frauen werden ihm die Bude einrennen. Ich glaube nicht, dass ich je über Probleme bei den Frauen beklagt habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig war, aber ich muss zugeben, dass ich gut aussehe. Verdammt gut sogar. Danke, Sherry. Gerne doch. Pff, natürlich stehen die Frauen auf einen, wenn man so redet. So, Bora. Okay. Modellsoldat. Wait. Ein echter Mann, den ein Kleider aus der Bat-Zitadelle gut stehen. Warte, so. Okay, da gibt es aber viel bessere Sachen. So, damit hätten wir mit Melik, glaube ich. Warte mal, lass mich mal gucken. Ha, wir haben alle Titel mit ihm. Ich brauche nur den für Level 200. Und das dauert noch 50 Level.
In anderen Worten, lange. Dann gehen wir noch mal zu Land, weil da fehlt auch noch was. Und zwar gehen wir zum Katz Corner. Wir müssen da schon wieder einen Stern. Warum ist da schon wieder ein Stern? Okay. Wir können ja nämlich noch eine Quest abgeben. Ist ja noch, als wir Hubert hier so eine Kostümquest gemacht haben. Zack. Oh. 30.000 FP, das ist... Ja, dafür 50 Seelenkugeln. Diese Dinger, die war wow. Von Monstern bekommen, wenn wir die ganz oft kaputt hauen. So, wurde jetzt gewechselt automatisch, ja, ne? Ja, mach mal das hier. Er braucht auch noch zwei Titel. Ein für Level 200 und ja, man alle Gegenstände, glaube ich, hat oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. So, geh mal den auch noch ab. Perlenwindgarn, das haben wir auch ein bisschen spät geholt. Aus Schloss Baron, aber nicht mit Tiere. Ist das ebenfalls ein Problem? Miau. Wer ist das? Entschuldigung, aber wer seid ihr? Herr Schlafmütz, ich bin der Auftragsteller. Miau. Oder Antragsteller. Wie können wir euch helfen? Ruhe, Miau. Und die Frage muss lauten, wie kann ich euch helfen? Mir? Dreht euch um und lasst mich euch ansehen. Miau. Miau, das ist obligatorisches... Das ist der obligatorische Moorcheck. Macht schon. Was soll das? Was sagt ihr nun, Miau? Könntet ihr bitte mein Outfit bewerten, Herr Schlafmütz? Ihr seid jung und könnt das tragen. Miau. Aber ihr habt das auch zu förmlich... Aber habt ihr das auch zu förmlichen lassen an? Falls ja, dann Miauch. Nun, ihr seid völlig auf dem falschen Dampf, Herr Miau. Ihr glaubt wohl, dank euren jugendlichen Aussehen kommt ihr mit jeder Modesünde davon? Nein, ich bin nur... Komm mit mir, lasst euch mal genauer betrachten. Aber darum habe ich die Anfrage ja gestellt. Und wohin gehen wir? Das hat euch nicht zu kümmern, Miau. Kommt einfach mit. Da ist eine sehr schöne dunkle Gasse. Sie sind weg. Oh, sie kommen sicher gleich wieder. Wo bleiben sie denn? Vielleicht hätten wir ihnen nachgehen sollen. Wir können hier bitte schon hingehen, ey. So groß ist der Raum nicht. Komm schon raus, Miau. Wie findest du es, Sophie? Das sieht echt toll aus, Sharia. Es fühlt sich auch toll an. Das steht dir. Dieses Outfit nenne ich Unschuld vom Lande. Darf ich es wirklich haben? Natürlich, Miau. Unter einer Bedingung. Ihr wart doch in Begleitung eines Freundes, der ein Schwert trug. Richtig, Miau? Er meint Espel? Zum Teufel. Ich möchte, dass ihr ihn hier lasst. Was? Was? Also, wo ist der Miau? Nein, ich werde Espel nicht bei euch lassen. Ihr seid stur, Miau. Was wollt ihr denn von mir? Ja, er ist... raus mit der Sprache, Miau. Ach, vergesst es. Macht einfach, einfach Miau. Was zum Teufel? Er scheint mir ein eigenwilliger kleiner Kerl zu sein, was? Das will ich meinen. Sophie. So, unschuldige Maid. Ich dachte, Unschuld vom Lande. So, noch ein neues Kostüm, yay. Revitalisierung, Wirkzeit runter, jawohl. So, 20 Minuten, so, und ich will immer noch wissen, was dieser Stern in Land macht. Warum ist denn da schon wieder ein Stern? Das gibt's einfach nicht, warum ist denn da schon wieder ein Stern? Wo ist, was für eine Puppe fehlt mir noch? Okay, what the fuck, warum ist da immer noch ein Stern?
Wir sollten dieses Weißfichtensamen einpflanzen. Sie riechen sehr verlockend. Was? Immer noch welche? Ich habe den ganzen Garten voll. Also Sherias Garten voll. Okay, was zum... Ach. Keine Ahnung. Ja, wir haben ein bisschen was erledigt. Wir haben fast... Und es fehlen gar nicht mehr so viele Titel, fällt mir auf. Und die sind auch alle gemeistert irgendwie. Ich habe doch ein Problem. So, ich habe einfach zu viel Zeit irgendwie. Ja, ich habe zu viel Zeit. Guck dich dann an, der ist auch krank. So, dann 4, 2, 3. Gerüchtefreak. Irgendwas mit Plaudereien hat das zu tun. Was gibt's, meine ich? Level 200 und Alchemisten. Dualisierungen fehlen noch anscheinend. Level 200. Marken? Weiß ich nicht. Ja, ich werde schon herausfinden, was die alles noch machen. Ich habe ja ein anderes Spiel schon, wo ich fast alle ab. Deswegen. So, dann würde ich sagen, wir sind in dieser Folge auch fertig und in der nächsten Folge machen wir dann ein paar interessantere Sachen, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.